Yo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ja, und ich war gerade nochmal schnell ein paar Wolle, also braune Wolle, Dinger farmen, weil damit wollte ich euch jetzt nicht aufhalten, deswegen war ich damit jetzt schon ein paar, ich habe jetzt ein paar geholt, so, das ist richtig, und bin auch schon auf dem Weg hierhin zum Turm, weil wir wollen ja weiterbauen, beziehungsweise ich will weiterbauen. Ich habe gerade übelst viel Bock auf Minecraft. Überhaupt nach so einer, unter Anführungszeichen, langen Pause von 4 Tagen muss das halt sein. Da muss man halt wieder Minecraft richtig auskosten. Überhaupt bei seiner Let's Play-Welt. Wenn man da. Ist ja so, dass ich ja eigentlich jeden Tag 20 Minuten spiele. Und dann pausiere ich den Scheiß. Also, pausiere, was laber ich? Dann habe ich wieder einen Tag Ruhe quasi. Also dann spiele ich nicht direkt auf der Welt weiter, sondern ich warte dann immer einen Tag. So spiele ich halt dann immer 20 Minuten am Tag Minecraft, also auf der Welt weiter. Und wenn man dann halt 4 Tage lang nicht zockt auf einer Welt, die einem ehrlich gesagt Spaß macht, dann ist es richtig scheiße. Natürlich habe ich mir auch ein Save erstellt, aber es ist nicht dasselbe, als wie wenn ich jetzt wirklich aufnehme. Das muss euch auch natürlich bewusst sein. Natürlich brauche ich jetzt auch wieder Sandstein. Oh mein Gott. So. Schauen wir mal, ob ich vielleicht noch ein bisschen was habe. Ansonsten können wir geil fett farmen gehen. Worauf ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust habe. Aber was sein muss, muss halt nun mal sein. Ja, komm. Arsch lecken. Farmen halt noch ein bisschen was. So, farmen. Jo, da farmen wir halt noch. Hier. Sehr schön. Boah. Also Effizienz 4. Es wäre geil, wenn ich jetzt auch mal meine Schaufel verzauber. Ich glaube sogar mit Effizienz 5 würde ich die verzaubern. Aber das Heftige ist ja, dass es so ein krasser Unterschied ist zwischen Effizienz 3 und 4. Bei Effizienz 3, bei der Schaufel ist es so, dass man nicht begraste Erde, die kann man auch schnell abbauen, aber begraste Erde, da dauert es wirklich so, als würde man ganz normal abbauen oder vielleicht geht es ein bisschen schneller. Und kaum hat man so eine 5er oder 4er Spitzhacke, Alter, das geht so richtig ab. Da denkst du dir auch nur so, scheiß die Wand dann, Alter. Genau so, so denkt man das. Richtig umgangssprachlich formuliert das Ganze. Und so denkt man sich das natürlich. Im Slang und so. Gut. Gut. Hier nochmal ein Sandstein mit. Krass. Wie schnell der einfach weg war. Man kann da auch wirklich nur ganz leicht drauf drücken. Ansonsten, bam. Ist alles weg. So, da machen wir uns mal ein paar Sandstein-Dinger. Und vielleicht sollte ich auch mal meine Rüstung verzaubern. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Das wäre vielleicht mal so eine gute Idee. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe schon mal Lust, dort nach hinten zu laufen, um zu schauen, was dort ist. Beziehungsweise ins Ende zu gehen. Aber wenn ich ins Ende gehe, dann würde ich mir sogar Verstärkung holen. Weil darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Da alleine reinzugehen. Ist auch sicherlich lustiger. Genau, Sandstein. Ist auch sicherlich lustiger für euch, für mich, für Rudolf. Ahahaha. So. Und falls derjenige zuschaut, du brauchst dich gar nicht angesprochen fühlen. Namen da so. Den Namen darf ich jetzt nicht erwähnen, beziehungsweise wen ich meine. Mann, ich laber schon wieder Scheiße. Dabei wollte ich heute über Dialekt reden. Ja, Dialekt. Um ehrlich zu sein, was soll man dazu großartig sagen? Ich finde Dialekt scheiße. Natürlich gibt es ein paar Wörter, wo man sich so denkt, boah, das ist richtig geil und das hört sich richtig fett krass an. Aber der Rest klingt scheiße. Ich meine, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein passendes Beispiel ein, aber Ohrfoch. Ohrenfoch. Fuck. Aber irgendwie so ein blödes Wort. Jetzt sollen sich nicht die Leute angesprochen fühlen, die das Wort sagen. Ohrenfoch oder sowas in der Art. Ich finde einfach, das Hochdeutsch klingt am besten.
Weil heute in der U-Bahn ist es mir nämlich aufgefallen. Ich fahr und fahr und fahr. Und währenddessen, es kann auch sein, es kann auch vielleicht daran liegen, dass die einfach nur behindert laut geredet haben, weil das hasse ich auch. Wenn du in der U-Bahn bist, du bist so K.O., du bist so müde und hast einfach nur keinen Bock mehr, irgendwie ja, großartig draußen zu sein. Du bist einfach nur nach Hause, aber du weißt, du musst noch irgendwo hin. Und dann so das voll laute Gelaber neben dir. Boah, da kriege ich das Kotzen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist wirklich so. Wenn du in der U-Bahn bist und dann neben dir brüllt schon fast einer förmlich rum. So. Ungefähr so in der Art. So als wäre ein Barbar oder sowas. Denke ich mir auch nur so, halt's Maul, du Hurensohn, so in der Art. Jetzt mal eiskalt ausgedrückt. Ja, ich glaub, aus diesem Grund ging sie mir am Arsch. Ah! Ich habe schon gedacht, der explodiert. Ah ja, das Geile ab der 1.4.6 Dings, dass es jetzt 3D-mäßig ist. Na, wobei, das sieht man schlecht. Nehmen wir den Bogen. Hier, dreh dich, dreh dich. Jetzt machen wir den Regentanz. Hoppa, hoppa. Ah ja, ist es euch schon aufgefallen, dass so viele Leute, wenn sie sich versprechen, das machen. Das ist mir aufgefallen, das ist doch nicht normal. Also, ihr müsst mal wirklich in einem Gespräch wirklich darauf achten, ob das der Gesprächspartner macht. Mir ist das heute wirklich fett aufgefallen, dass ziemlich viele Leute das machen, wenn sie sich versprechen. Und da frage ich mich halt immer nur, woher kommt das? Würde mich halt auch mal so interessieren, aber egal. Ja. Falls wer dazu die passende Antwort hat, schreibt es in die Kommentare. Boah, wir haben es richtig wenig Schweine eigentlich. Richtig wenig. So, dann hüpfen wir mal zurück. Links, zwei, drei, vier. So. Aber um auf den Dialekt zurückzukommen, das sage ich nur so ein, sagen wir es mal so, Nebenthema. Dialekt ist für mich nicht das Wahre. Ich bin zwar, meine Mutter kommt zwar auch aus einem Bundesland, also wenn ich das jetzt erwähne, dann kennt sich eh keine so aus, aber aus Kärnten kommt meine Mutter. Und ich bin halt auch, finde ich, ziemlich oft in Kärnten. Und von meinem Vater, die Schwester, die lebt in Tirol. Und deswegen habe ich da halt auch so ein bisschen Kontakt, ja. Aber ich weiß nicht. Überhaupt generell. Ich meine, Leute, die halt so sprechen, finde ich vollkommen okay und die sollen das auch machen. Aber es ist einfach nicht für mich das Wahre. Ich bin generell kein Landkind. Ich bin eher so ein Stadtkind. Ich brauche die Stadt. Weil immer wenn ich am Land bin und bei meiner Oma bin, denke ich mir so, ah, oh, weißt du, da haben wir nicht mal eine Bambusleitung oder so. Oh, das hast du voll geklaut. Ne, jetzt habe ich früher auch schon immer gesagt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, da habe ich ja überhaupt kein Internet und es ist eigentlich erschreckend, dass man heutzutage ohne Internet kaum mehr auskommt. Das ist, finde ich, übertrieben heftig. Wenn man sich das mal so vorstellt, dass man heute ohne Internet schon aufgeschmissen ist, wie man das eigentlich schon braucht, wie man das eigentlich suchtet wie Sau. Also, natürlich gibt es so Tage, wo man jetzt nicht wirklich oft im Internet ist oder lange, besser gesagt. Aber so seine ein, zwei Stunden verbringt jeder am Tag im Internet. Einfach weil YouTube Fernsehen ersetzt hat, einfach weil Google das Lexikon ersetzt hat. Natürlich ist es nicht so praktisch. Natürlich ist es, sagen wir so, es ist leichter, wenn du vom PC hockst und du kannst es eingeben, zack, 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 dann kriegst du mal richtig viele Suchbegriffe oder beziehungsweise Seiten, die dir empfohlen werden. Das ist natürlich ein Vorteil und da musst du nicht wirklich das Lexikon oder das Buch rausgraben, was du brauchst. Aber trotzdem, es gibt halt auch ziemlich viele Seiten, die nur Blödsinn schreiben. Wikipedia hust. Also, wenn man sich da mal die Inhaltsangaben von deutschen Werken durchliest,
Was da manchmal für Müll drinnen steht, das ist doch phänomenal. Aber ja. So. Boah, das geht mir schon wieder so auf die Eier, dass ich hier so viel braune Wolle brauche. Das ist so nervig. Was? Das ist erst der dritte Stock? Krass. Richtig heftig. Ich glaube, wir haben die letzten Folgen nichts anderes gemacht als nur braune Wolle gesammelt. Braune Wolle hin, braune Wolle her. Dann würde ich sagen, ich fange jetzt an, Grizzlybär. So. Ich sollte vielleicht so ein Dichter werden. So wie Goethe. Wobei, das war kein Dichter, das war ein Autor. Mann. So, jetzt machen wir eine kleine Erkundungstour. Ich will da nur mal kurz hingucken, was sich da so befindet. Mal gucken. Oh, Hunde. Wobei, Hunde sind auch scheiße, wenn du. Ja, ich weiß nicht. Ich fand Hunde noch nie so toll. Doch, als sie rauskam. 1.6, glaube ich, war das. Ja, im 1.6 Update. Heftig. So. What? Warum leckst du so? Vielleicht, weil. Was aus sein Kern ist. Ich musste Minecraft neu aufsetzen, weil es irgendwie rumgespackt hat. Und vielleicht. Also generell Java. Und vielleicht das. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht muss ich wieder Java RAM zuweisen. Kann ja gut sein. Boah, hier ist ja genau gar nichts. Aber die Frage ist halt auch, wonach ich suche. Ja, ist kaum was. Also richtig viel Wald. Und auf jeden Fall, morgen geht's weiter mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und ich würde sagen, bis dorthin, habt einen schönen Tag, schönen Abend. Und ja, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.